Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder in DCS, wie gesagt, in der letzten Folge und werden heute das Tutorial der N39 fliegen. Ja, das ist eben das erste Tutorial. Das heißt, wir werden die N39 anmachen, wir werden zum Start rollen und wir werden starten. Und jetzt gehe ich einfach mal zur Mission. Ich denke mal, die wenigsten von euch können jetzt Russisch. Ich glaube, der redet Russisch. Hier oben könnt ihr lesen, was er sagt. Und wir können leider nicht weitergehen, bis wir fertig sind. Und jetzt sind wir fertig. Und jetzt drücken wir auf Leertaste. Und dann kommt das nächste. Und jetzt erhalten wir die ersten Schalter, die wir anmachen müssen. Und ich habe mir auch eine Checkliste dazu geschrieben. Genau. Wir schalten die Batterie ein. Wir schalten diese Schalter hier ein. Jetzt sollten wir hier einige Warnmeldungen haben. Ne, wartet mal. Hier. Also. Canopy unlocked. Ja, Engine Minimal Oil Press. Generator. Emergency Generator. Don't start. Vielleicht der hier. Canopy unlocked. Air Condition off. Okay, und die zwei sind aus, da wir die schon angemacht haben. Genau. Wir müssen noch den Flight Recorder jetzt anmachen. Und den machen wir hier an. So, jetzt haben wir die ersten Schalter angemacht und drücken jetzt Leertaste, damit es weitergeht. Jetzt müssen wir jetzt erstmal die Wheel Chokes setzen. Dafür kontaktieren wir den Boden. Ne, das war falsch. Boden Crew F8. Radkeile F4 und platzieren. So, jetzt platzieren wir die Radkeile und hier sind sie. Wir gehen weiter. Wir brauchen die Ground Power. Wir kontaktieren wieder den Boden. Und externe Elektrik an. So, jetzt haben wir Stromversorgung durch Bodencrew. Das ist übrigens unsere L39, sieht doch schön aus. Ja. Es geht weiter. Wir müssen jetzt den Radioschalter setzen. So, 19. Und es ist 19. Wir sind fertig. Wir drücken die Leertaste. Wir müssen nicht hier rüber. Wir müssen den Schalter hier anmachen. Den ADF-Schalter. So. Automatic Direction Find. Leider wird, glaube ich, mein Mauszeiger nicht angezeigt. Das ist schade. Ups, ich drücke irgendwie die falsche.
Wir müssen diesen jetzt zum AMT stellen. Jetzt haben wir noch Störgeräusche. Die werden wir gleich entfernen. Wir müssen jetzt die Frequenzen setzen. Und zwar 05. 05. 25. 25. So. Okay, fertig. Und jetzt müssen wir diesen Schalter zu C-Out setzen wieder. Diesen hier. Getan. Ich habe mir auch mal das Manual davor durchgelesen. Störgeräusche. So sollen wir den wieder zur Antenne bringen. 1065 brauchen wir jetzt für die Frequenz. Hier. 1065, das heißt das hier auf 10. Das hier auf 6 und das hier wieder auf 5. Getan. Und diesen wieder zu C-Out. Also ich kann ehrlich gesagt nicht genau sagen, was das alles ist. Ihr könnt es hier oben mitlesen. Aber ihr seht schon, wie komplex dieser Simulator ist. Wir müssen das hier wieder zur Auto. Ups, nein. Den hier erst wieder zur Auto-Position setzen. Und die ADF-Funktion zu off. Ich bin gespannt, ob ich das dann auch irgendwann mal alleine kann. Jetzt müssen wir die Lande-Channel und Navigation-Channel setzen. Der hier ist 20 to 0 und dieser ist 22. Das ist so kompliziert wirklich, ich sitze hier schon. Jetzt müssen wir hier eine Sätze von einer wenn vor 6 einer Landeplatz höher. Wir bleiben hier und müssen die beiden noch setzen. Das heißt, diesen müssen wir zum North setzen. Und diese auf 43,5. Ja, das passt. Ist das jetzt auf North, oder? So, jetzt ist es auf North. So, bis jetzt hat mir meine Checkliste noch nicht viel gebracht. Okay, und jetzt werden wir ready für ein Engine Start. Das heißt, wir müssen den ATC kontaktieren. F5. Wir brauchen Modstock und F3 zur Erlaubnis zum Triebwerkstart. Okay, wir dürfen starten. Nach diesem hier. Warte, muss ich wieder Leertaste drücken? Ja. Genau. Jetzt müssen wir diese Schalter hier nochmal ausmachen. Und jetzt müssen wir schauen,
dass dieser Schalter in der Stop Position ist. Ja, ist in der Stop Position. Das heißt, wir machen diesen hier auf. Und drücken diesen 1 bis 2 Sekunden. Danach sollte es ungefähr 23 bis 24 Sekunden. 1, 2. 23 bis 24 Sekunden dauern, bis wir das Turbinen-Status-Signal angeht. Aber ich kann leider nicht sagen, wo das ist. Scheiße. Aber wir hören auf jeden Fall schon was. Turbine Starter ist on. Nice. Das heißt, wir können hier drücken. Wie move ich den jetzt hier eigentlich zur Idle? Nee. Wie kann ich mein Control-Ding hier... Wartet mal, ich bin in 2 Sekunden wieder da. Ja, da bin ich wieder. Ich muss es leider per Tastendruck R-Alt plus Position 1 machen. Dann funktioniert es. Jetzt haben wir die Throttle in der Idle-Position. Und jetzt hören wir anscheinend diesen Knopf hier drücken. Und oh Gott, das Engine geht an. Das Engine. Yes. Ja. Engine geht an. Nice. Okay. Also, was brauchen wir? Das habe ich mir auch hier alles aufgeschrieben. Jo, das passt. Das passt alles. So. Wir müssen die Generator anmachen. Den Main und den Emergency. Emergency Generator. Wir können die Ground Power disconnecten. Das heißt F11. F8. Und externe Elektrik aus. Jetzt müssen wir diese ganze Schalter hier anmachen. So. Alles an. Dies müssen wir wieder zu C out setzen. Das müsste passen. Ne, der war schon da. Okay. Jetzt müssen wir die Kanzel schließen und wie ihr seht, ist das schon allein umfangreich. Wir machen das hier zu und sie geht zu. Wir ziehen den Schalter und machen den gelben hier nach vorne. So, Canopy ist geschlossen. Wie ihr sehen könnt, ist auch hier jetzt Canopy unlocked nicht mehr da. -83°. So. Jetzt hat passt Dangerous Altitude. Okay. Jetzt müssen wir noch die Trümmung checken.
ist neutral. So. Da ist unsere 31. Oh, ihr seht schon, wie umfangreich wirklich dieses Simulator ist. Wir setzen jetzt die Flaps Position auf Stadtstein, also auf die zweite. So, Klappen sind auf 25. Genau, wir müssen natürlich noch die die Radkeile wegmachen und dabei die Bremsen drücken und Radkeile entfernen. Und wir rollen, also wir hören das Insel. Ui, wir haben es geschafft. Unser Flugzeug ist an. Turn left. Okay, wir sind left turn. Oh, das geht so einfach. Die hat starke Bremsen. Das ist schon cool gemacht. So, ich fühle mich gerade schon echt wie so ein Flugschüler, der gerade auf seiner ersten Flugstunde ist und gerade ausrollt zum Starten. Wie ihr auch schon sehen könnt, Startabbrechen. Immer wenn ich nur wenn ich bremse, bewegt sich das Vorderrad mit dem Seilenruder mit. Das heißt, die ist echt nicht so einfach zu steuern. Wir haben jetzt natürlich noch ein paar Hinweise zum Taxi, aber jo. Hier auch schöne Ilyushin IL-76, glaube ich. Und natürlich ein paar L-39. Jo. Also wenn ich noch mehr DLCs zur Verfügung gestellt bekomme, werden wir natürlich noch mehrere DLCs testen. Kaufen könnt ihr das natürlich, diese L39, im Link in der Videobeschreibung. Kostet knapp $60. Das Hauptspiel ist ja, wie in der ersten Folge gesagt, kostenlos. Mit der Su-25 und der P-51 Mustang. Und natürlich geht dann nur die DCS 1.5 Version. Das habe ich in der letzten Folge vergessen zu sagen, denn DCS 2.0 ist nur für die Nevada Map ausgelegt und die muss man sich kaufen für auch knapp $60. Wir rollen hier gerade ein bisschen schnell, aber das passt schon. Oh, sieht so geil aus, dieses Flugzeug. Fühle mich halt echt wie echt so ein Flugschüler. Was mir gestern auch aufgefallen ist, in der Su kann man die Spiegel ein- und ausklappen. Hier leider nicht. Der Spiegel hier scheint auch nicht ganz zu funktionieren. So, wir steuern jetzt nach rechts, um auf den Runway zu kommen. So. Wir haben nichts, passt, wir könnten gehen. Und let's go. Wir starten. Oh. Das ist ja jetzt halt. Das ist mein erster Start nach einem Cold and Dark Start. Also schon was Cooles. Ui. Und oben sind wir. Wir fahren schon mal, auch wenn er uns noch nicht zeigt, das Fahrwerk an. Und auch die Klappen. Und derzeit sind wir in der Luft.
So. Ja, gut. Klappen haben wir angefahren. Und das ist unsere L39. Oh, da gehen wir nach oben. Und das war's. Ja, das war's jetzt für die Folge. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst doch ein Like da. Hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da werden wir die Platzrunde fliegen und danach die Landung. Ich hoffe, eben wie gesagt, euch hat es gefallen und wenn ihr wollt, seid ihr dann wieder bei der nächsten Folge dabei. Bis dahin. Tschüss.